Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3, liebe Zuschauer, zu einem 3 vs 3 mit mir, Gaius Julius Caesar, und an meiner Seite habe ich gleich noch zwei andere Teammates, einmal den Rondom, grüß dich. Hallo. Und einmal den Falkenmut, grüß dich. Hallöchen. So, und wir haben es jetzt hier gleich mal mit ordentlichen Gegnern zu tun. Einer war jetzt Stufe 25, nicht zu unterschätzen. Perikles ist auch noch auf der Gegnerseite, mit dem habe ich schon mal zusammen gespielt. Der wird dann wahrscheinlich auch ein Video aufnehmen. Dann könnt ihr sozusagen auch die andere Sicht auf seinem Kanal sehen. So. Ja, das war jetzt nicht so gut gemeint, Crowd von mir. Mit den Azteken spiele ich jetzt auch nicht so oft, vielleicht hätte ich doch eine bessere Nation picken sollen. Aber gut. Ja, und die Spawner sind auch eher schlecht im Teamgame. Okay. Ja, wir machen jetzt das Beste draus. Schauen. Ich meine, mit den Azteken kann man ja doch einigermaßen rushen. Das ist jetzt einfach mal mein Ziel. Naja, ich und die Japaner, das wird easy. So, dann wollen wir am besten rushen. Ja, ich denke auch, wir sollten rushen. Ich meine, der Russe könnte auch rushen, der Moon. Ah, das stimmt. Wollt ihr von mir lieber Yumis oder Ashi? Ich habe keine Ahnung. Rondom, was meinst du? Du erfahrenster Spieler von uns allen. Ah, hier ist noch ein Schatz. Ich habe gleich mal einen Gewehrschützen auf meiner Seite. Das ist auch sehr schön. Und hier habe ich eine Herde zu mir hingeschossen. Oh nein! Ich habe echt vergessen, ein Haus zu bauen. Ja, das sieht man mal, liebe Zuschauer, wenn ich dann total fokussiert auf alle anderen Sachen bin. Oh, vergesse ich sowas Wichtiges. Wir könnten dann nicht den Schatz hier holen gehen. Welchen Schatz? Ja, guck mal. Ja, ich komme hin. Ach, das war jetzt ärgerlich. Kannst du den haben, dann haben oder der Falkenmut? Was? Ja, okay. Die drei Dorfbewohner habe ich mir auch zu spät geschickt. Oh mein Gott. Ich kann mal die Wartet noch ganz kurz, ich habe gleich wieder meine Spezialfähigkeit, dann hole ich den Reiterbanditen, der bei mir in der Nähe ist, okay? Ja, ich kann auch zwei betäuben. Noch so 5, 6 Sekunden dauert es ungefähr. Ah, die Herden sind echt sehr gut. Jetzt können wir loslegen. Okay, los. Was macht ihr für Einheiten? Also Infanterie als Azteke, ich weiß noch nicht welche, ich werde eine Mischung vielleicht machen aus mehreren. Kannst du die Mace Holtons machen? Ich mache dann die Rodeleros und Falke eventuell. Ja. Shigarus oder Yumis. Ja. Wir müssen dann einfach aufpassen, dass sie uns nicht raiden, weil es eine ziemlich große Karte ist. Ja gut, das ist bei mir relativ egal, zum Glück. Ja, ich bin jetzt schnell geaged einmal. Schmerz. Ich könnte auch Kraft machen. Wo soll ich hingehen? Wollen wir eine Base irgendwo bauen? Oder defensiv? Ich werde halt jetzt erstmal einen kleinen, ja, Schreinwasch machen. Ja, ich muss nur wissen, wo ich jetzt meine Kaserne bauen soll.
Gut, dann spielen wir defensiv ein bisschen. Cool. Machen wir FB hier. Ja. Okay. Cool. Ja, ich laufe dahin. Wir sollten die FB vom Gegner noch finden, also vom Russen vor allem. Mhm. I say. Ok. Ah ja, mein Kriegerpriester, den sollte ich mal wieder in die Heimat schicken. Den brauche ich. Patni, komanze. Ik ho. Ok. Asku. Komand. Ok. Asku. Ok. Ah, hier ist er. Echt? Wo stimmt? Mantne. Das ist schlecht. Ja, der hat dich sehr, sehr lieb. Ich mach dann die. Also, ich mach dann meine Kaserne doch zu Hause, bei mir in der Base. Ja, okay. Weil der hat hier ziemlich offensiv aufgestellt. Sollen wir das auch, oder? Herzack. Also ich baue jetzt hier meine Kaserne, eher in deiner Nähe. Ich komme dazu. Um dir ein bisschen zu helfen. Wieso hat denn das jetzt nicht geklappt? Oh, hier sind schon Musketiere von... Pericles. Ja, mein schnelles Age hat mir jetzt leider nicht so viel gebracht. Es hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe auch schon wieder kein Haus, um was bauen zu können. Okay, sieht nicht so gesund gerade aus. So, welche Einheiten soll ich bauen als Azteke? Was hast du gesagt? Die Mace Hultons. Okay, wird gemacht. Der Biok! Die reisen natürlich schon mit und Schreien blau greift an, ja. Ja. So, was kostet denn diese Mace Holtons? Holz, dann brauche ich mehr Holz, okay. Mache ich doch das mal. Ich komme direkt noch zu dir. Ich müsste auch bald noch die Feuerstelle bauen. Aber das lohnt sich ja eigentlich. Okay, das lohnt sich ja hier gar nicht mit den paar Einheiten. Wir brauchen deine Einheiten auch, ne? Falkenmut. Ja, ich weiß schon. Bin gerade dabei. Oh, das ist halt einfach eine Riesenarmee. Ja, also bei mir sind noch 6 Rodeleros gekommen aus der Heimatstadt und 4 baue ich noch. Also 5. Ja gut, dann versuchen wir jetzt anzugreifen, weil viel mehr Chance hast du nicht, aber ich habe auch kaum Armee leider. Okay, ja, wir können jetzt voll reingehen. Ja, mach ich. Feuerstelle. Ah, das kriegen wir noch abgewehrt. Sehr gut. Wollen wir dann gleich angreifen? Japan. Du hast eine starke Armee, Japaner. Sehr schön. Ja, können wir machen, ja. Jetzt muss ich nur schauen, irgendwo gammelt jetzt hier nochmal einer rum. Ja. Kommst du mit? Ja. Falkenmut, deine Armee. Ich krieg grad
Gut, dann ziehe ich mich zurück. Oh, er hat hier 700 Gold geschickt. Ja. Schick, hol dir die. Schnell. Ablenker sind da. Gleich weiter drauf. Und hier oben sind Einheiten. Bitte nachziehen. Ja. Okay, wenn der Plänkler macht, baue ich dann gleich noch ein paar Kojotenläufer. Ah, ich habe noch kannst du machen. Nahrungsprobleme ohne Ende. Der hat 100 Holz übrig. Ja, schicke ich dir. Gerade nicht, leider. Danke. Spielübersicht, random. Ich schick dir mal 200. Geht gerade ganz gut. Hast du 100 Nahrung übrig? Nein, aber Gold habe ich sehr viel übrig. Da habe ich auch gerade ein bisschen viel übrig. Ich habe ja keine Einheiten gerade. Ich baue vielleicht mal ein paar Speerkämpfer, so zur Sicherheit, wenn die mit Kavallerie kommen. So, hier. Noch ein paar Häuser. Blöde Kaserne. Wollen wir gleich weiter pushen? Ja. Machen wir? Gehen wir einfach ein bisschen geradeaus. Ich denke, der Russe ist hier oben. Okay. Blau ist schon rausgegangen. Oh, ja, der hat schon aufgegangen. Okay, krass. Er hat wohl gemerkt, wenn jetzt dieser Rush nicht gelingt, er hat wahrscheinlich sehr viel in den Rush gesteckt. Und wenn der nicht aufgeht. Das ist ein Nachteil. Dann schicke ich mir nochmal 10 Einheiten. Ist doch der Kundschafter. Sehr viele. Ui. Ja, aber das kriegen wir. Oh, da. Halt. Ich brauche vor allem eigentlich eine Kaserne viel weiter vorne mal. Wo ist denn, habe ich noch irgendwo Siedler hier? Hier sind meine Siedler. Ich schick die mal vor. Ich glaube, da vorne kann man eine ganz gute Base errichten. So, Angriff. Also hier baue ich die neue Base. Wird wahrscheinlich nicht mal mehr nötig sein. Ich kann nicht schaden. Das sind die Reuter. Ja. Ah, ich brauche mehr Holz. Habe ich jetzt alles vom Holz abgezogen? Das war nicht so schlau. Ah, da ist der dritte Mage drin. Ja, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die Siedler. Verliert wahnsinnig viel. So, noch ein bisschen auf Holz. Ich komme auch wieder mit. Schicke ich mir jetzt nochmal 500 Gold, dann kann ich nämlich auch, wenn ich das geholt habe, agen. Ja, mach ich schon. Ach, kann ich die Musketiere? Ja, mach ich. Es kommen auch 10 Makehualtin aus der Heimat. Ich kann die nicht aussprechen. Da hinten hängen gerade ein paar unschuldige Dorfbewohner rum. Tja, das passiert. Wir sind im Krieg. Ja, das ist durch, denke ich. Das ist sehr eindeutig durch. Sehr schön. Hätte jetzt bei einem 3 vs 3 nicht gedacht, dass es so schnell dann enden wird mit einem Rush-Game. Aber wir haben halt einfach einen guten Counter-Rush hingekriegt. Denkt zu früh rausgehen. Also, aber Blau ist trotzdem auch ein bisschen früh rausgegangen, oder? Also ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr retten können. Ja, wahrscheinlich. Meiner Ansicht nach. Das sind noch Siedler. Ja, ich bin gerade ein bisschen busy. Ja, ich töte die Siedler auch schon. Mit total schlechten Einheiten. Oh, die haben Kanonen. Hat jemand was Gutes gegen Kanonen?
ich gebe meinen Rodeleros rein. Ja, mach das. Vier Kanonen. Oh, vier Kanonen, das ist ein bisschen viel. Ja, dann gehen wir ein bisschen zurück. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Wer soll auf Kaffee? Ich hab Rohstoffe, ich kann nicht machen. Ja, dann machst du doch. Okay. Ich hab sehr viel Infanterie, ich kann hier rauspumpen. Und ich geh jetzt ins nächste Age. Was hole ich mir? Ich hole mir mal die drei Totenkopfritter. Wir sind noch ein wenig weiter zurück hinter deine beiden Kriegshütten. Ja, machen wir. Ach fuck, hier waren noch welche. Naja. Pikiniere, okay. Es ist der zweite auch schon rausgegangen, ja gut. Wirklich? Ach, Perikles ist jetzt auch. Obwohl, waren nicht von Perikles die Kanonen? Oder waren das die hellblauen? Nee, hellblauen. Ich glaube, es waren die hellblauen. Ja, okay. Aber nicht schlecht, vier Kanonen. Jetzt ist es eigentlich eh schon vorbei, weil ja, wir könnten auch jetzt schon angreifen. Ja, ja, die Kanonen kriegen wir auch mit unserer Infanterie. Oder wir müssen eigentlich nur zum blauen. Wo ist denn die blaue? Wir gehen einfach mal so rechts hin, oder würde ich sagen? Einfach mal so rechts angreifen. Ja, gleich kommen. In Richtung von diesem Handelsposten. Also. So, gut, ich würde jetzt auch noch agen, aber das bringt danach gar nichts mehr. Ah, ich gehe jetzt hier auf die Feuertanzstelle. Dann mache ich gleich Dorfbewohner-Boom, wenn ich noch die Zeit habe. Das ist das Coole bei den Azteken und bei den Indianern ganz allgemein. Ich weiß gar nicht, wie viele können denn. 25 können maximal da drauf, okay. Das sind die Kanonen. Alter, das sind auch Antikanonen. Noch mehr Kanonen. Ui, das, ja, der macht das ordentlich. Also der wird jetzt ordentlich Kills am Ende nochmal farmen. Und heute hat er auch... Gut. Die Reuter, die kriege ich. Also die kriege ich schon. Ja, das kriege ich aber auch hin. Wo laufen die denn? Na gut. So, ich hoffe, ich habe noch die Zeit, dann kann ich gleich richtig Siedler-Spam machen. Ah, schade, er hat aufgehört. Na gut. Aber GG. Ja. Team, ja. Ja gut, der Russe war der stärkste von ihnen und du bist zu früh rausgegangen. Ja, ich verstehe auch. Also, ja gut, jetzt, ich meine, er hat wirklich alles in den Angriff, glaube ich, gesetzt. Aber ich meine, das ist trotzdem, also so klein ist die Karte auch nicht, also der hätte sich da auch wieder aufbauen können, er hatte ja Siedler noch, also ja, das, dann hätte er locker das auch wieder verteidigen können, dann hätten sie es über die Wirtschaft hinbekommen. Ich meine, Perikles als Brite und hier nein, das ist auch sehr gut. Der Holländer, die hätten eine gute Wirtschaft defensiv machen können, dann hätten sie unseren Angriff abgewehrt, dann wäre es locker noch viel spannender geworden. Und wir haben nicht so die Late-Game-Nationen, außer vielleicht die Japan. Ja, nur die Japaner hätten die Late-Game-Nationen gehabt und wir, also mit Azteken, wäre ich wirtschaftlich langfristig auch nicht so gut gewesen. Wobei, wahrscheinlich hätte ich jetzt nochmal ordentlich Wirtschaft stärken können. Ich war jetzt mit 25 Siedlern an der Feuerstelle und wollte jetzt ganz viele Siedler ausbilden. Also ich hätte jetzt eine ordentliche Wirtschaftskurve hinbekommen. Nur danach halt irgendwann richtig im Late-Game hätte ich auch nicht mehr geschafft. Ja, ja. Schauen wir mal in die Statistik. Oh, viele Siedler konnte er mir nicht killen mit diesem Rush, also er hat mir vier Siedler getötet und dann später noch einmal drei. Ja gut, dann konntest du die schnell im Dorfzentrum verstecken. Oh, Falkenmut hat er jetzt hier auch die meisten Rohstoffe, 23.000. Ja, also. Respekt. Der Holländer die zweitmeisten und ich sogar die drittmeisten als Azteke. Auch interessant. Militär hatte ich die meisten Einheiten, aber nur 59 Kills. Der Hellblaue hat jetzt natürlich am Ende die meisten Kills noch rausgeholt, ja, mit seinen Kanonen, 99. Aber von unserem Team hatte Falkenmut die meisten Kills. So, schauen wir hier nochmal. Anzahl der Dorfbewohner. Ja, da war ich durchgängig mit einer der Besten. Am Ende hat mich nochmal Falkenmut ein bisschen überholt. Aber das hätte ich jetzt gleich auch nochmal überholt. Und zwar locker, und zwar schnell. Ja. Ja, war doch ein... sehr schönes Match. Schauen wir nochmal auf alle Rohstoffe gesammelt. Beim Bevölkerung Militäreinheit, der Blaue, der hat eigentlich sein ganzes Militär verloren und wir haben eigentlich fast nichts verloren. Ja, das war der Vorteil. Wir haben es halt, ja, das war echt perfektes Timing. Wir konnten echt gleichzeitig unsere drei Armeen dann da zusammenbringen. Und ich habe auch nur die Siedler alle rausgelassen, dass die ein wenig Schüsse tanken. Ja, das war echt clever. Ja, das war sehr gut mit dem Tanken dann und dann haben wir es echt geschafft, hier diesen Angriff abzuwehren. Und dann konnten wir halt weiterhin einfach Truppen bauen, ohne viel zu verlieren. Und dann sehen wir hier die Kurve. Wir können hier auch mal auf Teamstatistik gehen.
Also das Anfangs, unser Feindteam war eben überlegen bis Minute 8. Da sah es echt sehr dunkel für uns aus. Ich dachte schon, okay, jetzt ist vorbei. Der Blaue rusht dich weg und wir schaffen das nicht rechtzeitig. Aber ich glaube, es war wirklich taktisch sehr klug, dass wir unsere Kasernen so nah bei dir hingebaut haben, nachdem wir das gesehen haben. Ja. Sonst wären die Laufwege viel zu lang gewesen und dann wäre es vielleicht echt zu spät gewesen und er hätte dein Dorfzentrum und alle deine Siedler bekommen und dann wäre es echt hart gewesen. Ja. Aber wir sehen, hier ist der Break bei Minute 8:20. Dann geht's richtig down mit den gesamten Einheiten. Ich glaube, Blau, weil er halt Russe war, hatte halt die einzigen Einheiten so am Anfang. Ja, hat schon die meisten. Oder all die meisten wenigstens. Aber dann hatten wir fast völlig ihre gesamten Einheiten vernichtet. Dann hatten sie 5 und wir 39 und dann sind wir halt vorgerückt und dann hatten wir einfach durchgängig mehr. Also, wenn man hier sieht, bei Minute 11:30 hatten sie 38, wir hatten 87. Wir hatten dann einfach die völlige militärische Überlegenheit, weil halt Blau auch rausgegangen ist. Genau. Ja, sehr schön. War doch trotzdem ein schönes Spiel. Auch in einem 3 vs. 3 ist ja mal ein Rush-Game ganz angenehm, ganz schön. Nochmal ein Hinweis, liebe Zuschauer. Pericles, unser Gegner, hat das hier aus seiner Sicht aufgenommen. Denke ich jedenfalls. Könnt ihr einfach mal nachschauen. Ich verlinke ihn auch. Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch am Ende nicht aufgenommen oder lädt es dann nicht hoch, weil es komisch war. Weil der Blaue so früh raus ist, aber ihr könnt ja mal gucken, vielleicht hat er es ja dann hochgeladen und dann seht ihr auch seine Sicht der Dinge, wie er sich dann dabei gefühlt hat, als das alles so ablief, ob er am Anfang schon kurz vorm Triumph dachte zu stehen mit seinem Team, mit dem guten Rush und wie es dann weiterlief. Aber ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer, wenn ja, dann lasst doch gerne einen Like da und dann sehen wir uns sicherlich bald mal wieder bei einem meiner neuen Videos, Livestreams oder auf meinem Discord, der immer auf meinen Videos in der Beschreibung verlinkt ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage auf Wiedersehen.